Regeneration. Macht das irgendwo voll. Schon etwas still hier, Leute. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie mal so einen Gast hier hinzutun sollte, aber das Schlechte wäre dann, dann könnte ich irgendwie die Dialoge, die hier recht oft vorkommen, schlecht vorlesen. Vorlesen. Ja, vorlesen. Jetzt fehlen nur noch drei. Folgt. Was? Folgt ihnen. Okay, es weh. Ach, folgt ihnen Südwest wahrscheinlich. Aha. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, einer ist tot. Weiß ja gar nicht, worüber ich mich freuen soll oder reden könnte oder sowas. Oh, ich bin bei Tag 951, ist mir gerade aufgefallen. Schon bald 1000 Tage. Gut gemacht, Alemann. Okay, zurück zum Geschäft. Vielen Dank. Level up. Einmal, we are resting hier. Nein, zwei Ritter vom Nie. Oh, die sind so zäh. Wobei jetzt ist eigentlich alles zäh. Wie so ein Kaugummi. Der an deinem Schuh klebt. Und du ihn einfach nicht wegbekommst. Das kennt doch bestimmt jeder.
Man läuft so auf der Straße und auf einmal tritt man in so einen alten Kaugummi, der wie blöd an deinem Schuh klebt. So was hatte ich an meinem Rucksack mal dran. Da war so ein Kaugummi und der ist an meinem Rucksack geklebt. Ich hab den mit Glück wenigstens noch wegbekommen. Okay. Den Feuerball mal verbessern. Und den Schlag. Den Zirkel der Heilung. Das Drachenblut machen wir auch mal. Ach, das ist nur noch um 15 erhöht, okay. Ah. Kämpfen, Ritter vom Nie, Schläger, großer Schläger. Okay, dann auf zurück zum Vergnügungspark. Oh, Hasen, okay. Ha, harter Kampf. So. Aber schon wieder Ritter vom Nie. Lasst uns zurückkehren. Fürs Erste ist unsere Welt wieder sicher. Vielleicht können wir ja mehr über diese Ritter herausfinden. Du hast recht! Napegewell hält wertvolle Informationen für euch bereit. Aber zuerst müsst ihr nochmal durch das Portal gehen. Ritter vom Nie. Nie. Nervt das. Säubere den Portalbereich, damit du den Pen and Paper Welt zurückgehen kannst. Gegen 6 Ritter vom Nie. Gleichzeitig. Und ja. Ich will euch nicht verarschen. Na. Nix verarschen euch heute. Ich euch nix so verarschen wie Joseph. So wie Joseph. Auch Joseph genannt. Warum sag ich Joseph? Joseph. Also wer von euch irgendwie Joseph heißt, ja, wenn ihr euren wollt, dass euer Name cool klingt, dann sagt Joseph oder so. Oder Joseph oder Joe Fussus oder so. Ich habe keine Ahnung. Den Punkt sage ich einfach nur, ach, mach doch, was ihr wollt. Mäh. Regeneration auf den Krieger. Wer braucht das, glaube ich, mal zwar jetzt nicht so, aber trotzdem. Immerhin besser als nichts. Du bist gestunt, du heilst dich erstmal.
Oh. Und da ist der gute Charmane gestorben. Nicht Charmane, sondern Charmane. Ihr seid solche Anfänger. Für so einen Fall habe ich mir das aufgehoben. Genau. Für solche Fälle habe ich mir das aufgehoben, wenn ich mal gegen viele böse, starke Gegner kämpfe. Wie die Ritter vom Nie, die man nie sagen. Denn die mögen, denn die haben kein Knie. Darum sind auch die Ritter vom Nie ohne Knie. Und das reimt sich richtig hart. Regeneration. Aber wisst ihr, was mir gerade so aufgefallen ist? Ich bin froh, dass ich jetzt ein neues großes Bett habe, was ziemlich schön ist, weil es ist einfach ein 1,40 Bett und das ist viel besser als so ein 90 cm Bett. Ja, so ein 140 cm Bett ist besser als ein 90 cm Bett. Einfach weil es besser ist. Nicht besser, sondern einfach größer. Und es ist viel, viel cooler. Kann ich mich immer so cool drauflegen. Vor allem immer, wenn ich so von der Schule komme, kann ich euch immer so sagen, was ich da ab und zu immer so mache. Ab und zu mache ich das immer so. Da lege ich mich so auf mein Bett. Drehe so ein bisschen Rammstein auf, während ich das dann höre. Und leg mich einfach so ins Bett und chill da so ein bisschen. Und penne dann meistens immer ein. Aber trotzdem. Würde ich das mal während so einer Aufnahme im Hintergrund haben, so Rammstein. Das würde man bestimmt hören. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich Copyright, so GEMA-Probleme bekommen. Eventuell, ich weiß nicht, müssen wir da, wenn dann so Lizenzen kaufen, wahrscheinlich. Dass ich das verwenden darf. Und vor allem das große Problem ist, ich habe davon mehreren Alben. Das sind 13, bloß 13 Lieder von Rammstein, die ich da höre. Die haben wesentlich mehr gemacht. Ja, und das weiß ich ja auch, weil ich habe die ganzen Lieder von denen, die sie da hatten, habe ich mir so an sich mal so durchgehört. Also so online habe ich mir durchgehört und dann habe ich mir extra diese rausgepickt, die ich da mal haben wollte. Und habe dann, das habe ich jetzt auf so einer CD alles. Nein, ist ja so, man kann ja von diesen Alben, kann man sich die Sachen auf dem PC ziehen. Da habe ich mir die extra auf eine extra CD wiederum gebrannt. Und die höre ich dann immer. Was ich ziemlich cool finde. Klasse! Los geht's, EP-Verteilung. Werden die stärker oder bilde ich mir das nur ein? Steam Einzel. Oh, verdammt, jetzt habe ich das Ende weggeklickt. Ah. Wir verstehen eigentlich gar nicht, wie die Dinge auf diesen Realitätsebenen zu tragen sollen. Mir ist immer noch ein bisschen schwindelig. Geht zur Steam Insel. Erstmal nach Schiffbruch Bay.
erstmal ein bisschen schlafen im Wirtshaus. Wär schon im echten Schambolzen. Uff, da wären wir. Nape, wir haben ordentlich was erlebt. Wir haben eine riesige Horde Nisag der Ritter besiegt. Ja. Ja, was ist denn hier los? Nape, gewöhn. Mordor Legger, das ist hier los. Mordor, was? Mordor Legger, der schwarze Ritter. Und seine Anhänger, die ständig nie sagen. Vielen Dank für diese Information. Das Geschrei hat uns fast die Ohren ruiniert. Verdammtes Geplärre. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich bin der Konstrukteur der Portale, aber Mordor Legger hat das Projekt gestohlen. Er war nicht mal so anständig, wenigstens ihre Farben zu ändern. Wenn der König verflucht wurde und Mordor Leggers Schergen bereits eine Invasion versucht haben. Sie werden bald zurückschlagen. Jetzt ist eure Zeit gekommen. Ihr müsst ihnen zuvorkommen und euch zu ihrer Höhle begeben. Aber in welche Richtung sollen wir denn gehen? Gestern, gesund und munter. Nape, gewell. Geleitet jemanden sicher an sein Ziel. Ich werde euch ihre Basis zeigen. Ich bin dabei. Lasst uns gehen. Wir müssen die Melinde bereiten. Wenn jetzt die richtige Zeit zum Zuschlagen ist, dann müssen wir diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Macht euch auf den Weg zur Höhle des sofortigen Todes. Reisen. Die wippt mit ihrem nicht vorhandenen Kopf immer so auf und ab. So zum Beat der Hintergrundmusik, genau. Auf zur Höhle des sofortigen Todes. Super effizient. Spalten. Das bringt verbrachte nichts, aber dafür ist der eine jetzt tot. Ja. Ja, haha. Ein Stiefel. Wo sind sie? Wo sind sie? Oder so. Der Eingang ist irgendwo hier. Macht euch auf die tiefste Höhle der Verderbnis gefasst. Die Rama-Höhle. Oh mein Gott, Rama. Sonderbare. Habt ihr mich vermisst? Da ist der Eingang. Ich warte draußen. Jetzt ist die Zeit zum Zuschlagen. Aber sie sind immer noch stark. Seid ihr bereit? Von Geburt an. Moment.
Ich muss erstmal noch.